Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Heute packen wir gemeinsam die Pinkbox vom Monat Dezember aus. Die ist bei mir angekommen, ich habe sie noch nicht geöffnet, es ist noch komplett verschlossen. Ich freue mich riesig. Der Karton ist mega schwer diesen Monat. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Die Pinkbox habe ich im flexiblen Abo, die kostet mich 14,95 € und das ist so eine Box, die mich immer mal wieder sehr überrascht und ich freue mich jedes Mal, wenn die ankommt. Das ist irgendwie so eine Box, wo ich auch nie vorher weiß, was drin ist und so weiter. Und es ist immer so eine richtige Überraschung. Man sieht meistens keine Spoiler und ich freue mich auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt auch wissen wollt, was in dieser Dezemberbox bei mir drin ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Unboxing. Einmal der Karton aus, wenn ich es geöffnet habe und wir haben hier einen Flyer drauf. Augen auf, leider hat es dieses Mal nicht alle Produkte in der Box Platz, deswegen versteckt sich ein weiteres Produkt im Versandkarton und das ist ganz oft bei der Pinkbox so, weil die meistens von der Größe nicht ausreicht und dann hat man hier neben noch ein Fach und da liegt dann noch ein Produkt drin. Also das machen wir jetzt als letztes auf, würde ich sagen. Ich hole jetzt erstmal die Box raus. So, und das ist einmal die Pinkbox vom Monat Dezember. Und ich finde, winterlicher hätte es nicht sein können. Sieht sehr, sehr schön aus. Also das ist wieder so ein Design, was mir super gut gefällt. Das ist diesmal in so einem Blau. Sieht aus wie so ein Eiskristall. Und ich glaube, irgendwas mit Eisprinzessin oder so ist auch das Thema. Außerdem hat man bei jeder Pinkbox eine Zeitschrift dabei. Und das ist auch nochmal was Besonderes hier bei dieser Box, dass halt immer was zum Lesen auch dabei ist. Wir haben hier diesmal die Zeitung Kau. Also die kostet normal 2,80 € und ich persönlich gucke da immer mal ganz gerne rein. Ich weiß, dass einige das nicht so mögen, weil sie keine Zeitungen lesen. Ich mache das sehr gerne mal mit einem Tee auf der Couch. Von daher freue ich mich da immer. So sieht die Pinkbox einmal aus, wenn ich den Deckel abgenommen habe, also mit Seidenpapier und so einem Schleifchen. Und wir öffnen sie direkt. Hier ist auch eine Produktkarte bzw. ein Produktheftchen mit dabei und da steht dann auch das Thema drin. Da gucken wir jetzt gerade mal. Und zwar ist das Thema Eisprinzessin. Da freue ich mich auf jeden Fall, finde ich sehr, sehr gut und ich sehe hier schon das erste Produkt. So, und als allererstes habe ich diese Tube hier rausgeholt aus der Box und die ist riesig. Das ist einmal eine Spülung und zwar haben wir hier eine Full-Size-Größe 200 ml von X-Later. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Laeta, X-Laeta, also Niju heißt die Marke hier. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Auf jeden Fall ist das eine Spülung, die nach Berries duftet, Iced Berries. Und ich habe gerade gesehen, also hier in dem Karton, das zeige ich euch jetzt auch gerade, liegt das passende Shampoo. Also wir haben hier Shampoo und Spülung. Und das war auch das Produkt, was mit einem anderen Produkt nebendrin dabei lag. Das hat so nicht in die Box gepasst. Und das Shampoo riecht ultra gut. Also ich habe das noch einmal hier zu Hause und das hatte ich schon mal angefangen. Das riecht wirklich total genial, pflegt eure Haare wirklich weich und geschmeidig. Kann ich euch echt empfehlen und ich finde, das macht auch was her. Sieht sehr schön aus und das passt perfekt in diese Winter-Eisprinzessin-Box. Ich finde es sehr, sehr gut. Das nächste Produkt, was hier in der Box drin ist, ist einmal was von Dove. Und da freue ich mich auch drüber. Das ist nämlich ein Body-Joghurt und zwar mit Granatapfel und Shea-Butter-Duft. Wird wahrscheinlich sehr, sehr gut riechen. Ich finde, die Dove-Düfte immer gut. Ich muss sagen, da hatte ich noch nie irgendwas, was nicht gut gerochen hat. Das Ganze ist noch verschlossen. Ich lasse es auch zu. Man riecht leider nichts durch, schade, aber das wird hundertprozentig gut riechen. Diese Körperjoghurts, das werde ich mir auch für den Frühling aufheben, weil so Körperjoghurt im Frühling finde ich richtig gut. Jetzt im Winter mag ich eher so reichhaltige Bodylotions, aber ja, ein schönes Produkt, wo ich mich auch drüber freue. Ich will gerade mal schauen, das steht ja auch in meinem Heftchen drin. Ja, das sind nur die Produkte mal aufgeführt, die ich habe. Die ihr habt, habt ihr dann halt drin. Das ist nicht so wie bei Glossybox oder sowas. Genau. Also einmal eine Bodylotion. Sieht einfach so aus. So, und dann habe ich hier was gefunden. Und zwar einen Pinsel. Das finde ich auch cool. Und zwar von Ebelin ist das Ganze. Ein Kabuki-Pinsel, also das ist so ein kleiner Pinsel. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich habe die früher immer genutzt. Ich weiß gar nicht, die letzten 2 Jahre oder so habe ich ganz selten mal so einen Kabuki benutzt. Aber das ist mal wieder Zeit. Also die finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, warum ich die nicht mehr nutze. Also das hat mir immer eigentlich Spaß gemacht, die zu benutzen. Genau, perfekt für Puder geeignet steht hier. Also Kabuki-Pinsel habe ich dann auch für Puder genommen zum Verblenden und sowas. Das sieht einmal so aus. Das nächste Produkt aus dieser Box ist einmal von Lord & Barry und zwar Lip Oil Potion. Das ist einmal ein Lippenöl. Ach, wie cool. Das ist nicht schlecht. Und zwar ein klares. Das hat vorne so einen Applikator dran. Das sieht
sehr interessant aus. Ich will mir mal so ein bisschen was auf die Hand geben. Oh, das hat einen schönen Applikator und ich will mal gucken, ob das klebt. Ist auf jeden Fall klar. Also das riecht auf jeden Fall nach irgendwas und das ist leicht klebrig, würde ich sagen. Aber das geht noch auf jeden Fall von Lord & Barry. Und ich persönlich mag die Marke sehr gerne. Ist ab und zu mal in Boxen vertreten. Und das kostet normalerweise 22 Euro. Also das ist ein richtig gutes, hochwertiges Produkt. Ich werde es auf jeden Fall nutzen. Ich liebe so Lippenöle und gerade im Winter bei der trockenen Heizungsluft ist das auf jeden Fall cool. Das sieht einmal so aus. So ihr Lieben, meine Box an sich ist jetzt leer, aber ich habe hier noch ein Produkt, das lag jetzt so in der Box mit drin. Und zwar haben wir hier was zum Trinken. Einmal ein Sekt und zwar White Ice Sparkling. Das Ganze ist von Söhnlein und enthält Alkohol, ne? 8%, genau. Also den muss ich auf jeden Fall weitergeben. Ist auf jeden Fall süß-fruchtig, steht hier. Das habe ich früher gern getrunken. Aber jetzt, ich trinke keinen Alkohol mehr. Den werde ich auf jeden Fall jetzt weitergeben. Ich weiß auch schon, wem ich den mit reinpacke für Weihnachten. Deshalb macht mir das gar nichts aus. Den gebe ich sehr gerne weiter. Aber es ist eine schöne Sache und passt auch perfekt irgendwie, weil der White Ice heißt, in diese Box rein. Ich fand die Box sehr, sehr stimmig insgesamt. Mir hat das Auspacken jetzt mega Spaß gemacht. Ich blende euch hier oben den Gesamtwert dieser Box ein. Also der wird wahrscheinlich auch ganz gut sein. Und ich freue mich über das Shampoo und über die Spülung am allermeisten, glaube ich, weil das wirklich so, so gut riecht. Und da kann man natürlich ein Backup haben. Das Shampoo hat das so ein bisschen eine lilane Farbe. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und mein Highlight hier in der Box, würde ich sagen, diese beiden Produkte. Genau, wie hat euch die Pinkbox gefallen? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinem Video ein Däumchen nach oben gebt. Ihr dürft auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren, das ist komplett kostenfrei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön, tschüss!